So, ich habe jetzt hier dieses Stückchen Alupapier. Auf der anderen Seite ist echtes Papier, also hier Papier, hier ist Aluminium. Und wenn ich das warm mache, biegt es sich. Und biegt sich, nachdem es langsam wieder abkühlt, auch langsam wieder zurück. Das Ganze funktioniert auch in der entgegengesetzten Richtung. Das heißt, ich habe jetzt das Papier gedreht. Nicht, dass jemand denkt, das liegt bloß daran, dass die Flamme von unten kommt. Also es biegt sich in diesem Fall nach unten. Vorhin hatten wir es nach oben gebogen und jetzt funktioniert so. Das ist das Prinzip eines Bimetalls. Und jetzt hätte ich hier zum Beispiel einen Kontakt oder weiß der Kuckuck was. Oder ich würde hier drauf eine Skala anfertigen und dann würde das Papier hier schön an der Skala irgendwas anzeigen.